Herzlich willkommen zu meiner siebten Übung mit GIMP. Ja, manche Fotos haben für uns wirklich Werte. Wir wollen uns jetzt aber den Farbwerten, nicht den persönlichen Werten, zuwenden. GIMP verwendet für die Darstellung und Bearbeitung von Grafiken und Fotos das sogenannte RGB-Modell. RGB steht für Rot, Grün und Blau. Und es werden alle Farben aus einer Mischung dieser drei Grundfarben dargestellt. Wenn alle drei Farben in voller Stärke angezeigt werden, ergibt sich die Farbe Weiß. Alle anderen Farben sind Mischungen dieser drei Grundfarben. So ergibt sich etwa Magenta aus der Mischung Rot, Blau und Gelb aus der Mischung von Rot und Grün. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Helligkeit der Darstellung zu verändern. Diese Art der Darstellung der Farben wurde natürlich nicht von den Programmierern von GIMP erfunden, sondern wird schon längst bei Fernsehern und Monitoren verwendet. Interessant ist das RGB-Modell für deine Arbeit mit GIMP unter anderem deshalb, da zum Beispiel nicht so gelungene Aufnahmen einer Digitalkamera im Nachhinein verbessert werden können, indem diese einzelnen Werte für RGB eben für diese Grundfarben verändert werden, also erhöht oder verringert werden. Du musst also bei der Überarbeitung von Fotos herausbekommen, welche Farbmischungen für unser menschliches Auge am besten geeignet sind. Dann versuchen auszugleichen. Wir werden dieses Foto jetzt gleich dann bearbeiten. Wir sind wieder unter gimp.at. Holen uns dieses Foto mit Grafik kopieren, gehen dann wieder in GIMP hinein. Ich habe GIMP hier schon gestartet. Ich hole mir das dann aus der Zwischenablage und sehe hier dieses Foto mit dem Blaustich und möchte das bearbeiten. Das geht bei GIMP ganz bequem. Unter Farben und Werte erscheint ein Dialogfenster. Bei diesem Dialogfenster könnte ich ganz gezielt einzelne Werte des Kanals dann gezielt verändern. Also zum Beispiel könnte ich hierher gehen und den Wert für Rot zum Beispiel ganz verringern, kaum noch Rotwerte vorhanden oder Rot ganz stark verstärken. Ich kann es auch wieder zurücksetzen, dass ich meinen ursprünglichen Wert habe. Hier sieht man schon, dass ich einen sogenannten Blaustich habe. Das heißt, die Werte des Kanals Blau sind zu hoch. Ich versuche es jetzt zu verringern. Ich komme dann aber langsam in den Gelbbereich hinein. Setze wieder zurück. Die Lösung wird sein, dass ich all diese drei Werte richtig einstelle. Und da verlasse ich mich jetzt in diesem Fall auf GIMP und wähle hier unten automatisch. Und es wird dann etwas besser dargestellt, es wird dann etwas mehr aus diesem Foto herausgeholt. Ja, das Foto wurde etwas korrigiert, der Blaustift wurde etwas bereinigt. Und jetzt möchte ich dir aber noch eine weitere Möglichkeit zeigen. Ich versuche aus diesem Foto ein altes Foto zu machen. Das heißt, ich versuche ein schwarz-weiß Foto zu machen und da wird das Ergebnis dann noch besser sein. Hoffe ich jetzt einmal. Ich gehe jetzt hier auf Filter und hier haben wir dann die Möglichkeit Dekoration. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten, wie Kaffeeflecken zum Beispiel hinzufügen, aber ich wähle hier altes Foto aus. Man kann sie etwas schärfer stellen, unscharf stellen. Ich gebe mal das unscharf weg. Die Randgröße wäre dann hier außen. Und mit Kopie arbeiten heißt es wieder neues, in einer neuen Zeichenfläche wird dann das Ergebnis dann angezeigt. Klick auf OK. Man sieht schon, ich habe hier jetzt ein schönes altes Foto erzeugt. Ich könnte nochmal hier zurückgehen, könnte das Ganze noch einmal probieren, also mit Filter, Dekoration, altes Foto, könnte hier auf unscharf stellen, klicke ebenfalls nochmal auf OK. Und ich habe hier das Ergebnis und es schaut tatsächlich aus wie auf einem alten Foto. Also, dass die jetzt einen gewissen Einblick bekommen, was das RGB-Modell ist, inwiefern wir hier mit dem RGB-Modell, mit dem Menü hier, Farben und Werte, hier dann ganz gezielt diese einzelnen Werte, diese RGB-Werte dann verändern kann.